Hallo, mein Name ist Franz Janssen, Santa Cruz, Bolivien. Gut, ich entnehme es hier bis zu Hause mit Vertaler von dem Panorama-Weblinker. Und wir haben Trudy nicht viel gefragt, nur Details wird auch ein Video vermerken, dann Details dann. Wird all aufgespielt erst und wird auch spielen wird in der Zukunft. Erstens mal habe ich hier, wo Gott Adam ansagen mit Adam Eifer, wo sie eine sinnvolle und von da wieder selber an den Problemen. Wir haben hier die Arche, wo dort reden dort. Nur dort, nur die Sintflut, haben wir den Tarm, wo die Menschen mit der Rede drauf waren, glauben, um in den Himmel zu kommen. Und wo Gott an die Sprechen, dort Sprechen ansagte, sehen, du bist, wo plot ich dann her, ich habe hier von diesem Tarm. Und dann kommen die Schafen. Da kommen die steinernen Tuflen, was Moses von Gott kriegt, und da soll jeder verlangen, was Gott sehen, sehen, checken hat. Hier wieder den roten Streik. Und ich check den. Und da haben wir 10 Feuer, wo das Israel Feuer ist, Juden. Da haben 70 Werke geplant mit Ernte schaffen. Das sind Jahrwerke. Eine Werke auf 7 Jahre. Wenn 69 Jahre vergangen wären, dann kriegsten sie arm, und das sehen am Ofen wir nicht. Der Rat wird Gott entscheiden dort in der Lüren. Aber von der da hören die Israeliten nach einmal, dass Gott wird ihnen den Tröster schicken. Sie haben ihn aufgesagt. So, wenn sie den aufsehen, ab der 69. Weg, dann dreht Gott ihnen den Regen und dreht sich nur der Herd. Eigentlich sind ein Herd von der. Und wir leben an der Gnadentiet. Die Gnadentiet, das ist das. Sie, wenn Jesus sich um die Tritze durchgestorben wie in 3 Tagen abstand und dann nur eine Tiet, dann denkt er mal auf den Allburg und fuhr im Himmel. Nur da unten war ich sagen, Jesus, der Kämpfer, der Träger auf, hat gesagt, ich fuhr auf den Allburg, und das hier, das ist derselbe Boy, wo er hier dann abflug, und da wird er hinabkommen. Anyways, er fuhr im Himmel, und er geht zu den Heiligen Jesus, und das war wie von der Hahn, und das ist das der Gnadentiet, wo wir bei leben. Das ist der einzige Tiet hier so in diesem Raum, was wir nicht weit überlangt erst. Er sagt nicht mal der Engel am Himmel. Aber von hier drei kostet die alle Tieten nur studieren, weil lange alle gewasst ist. Von hier durch dann noch. Bloß nicht die Gnade, die das weit bin ich. Jetzt habe ich was kommen. Und der wird dann kommen, wenn du das wenigste angedacht hast. So, hier wird eine Entwicklung passieren, wenn ich mit der Sinne hier vor ich ist. Dann wird er, das sage ich alle, die an Christus angeschlossen sind. Und die, die noch leben und ewig leben sind, die wollen abstunden und direkt wollen mit Arm und Lauf. Fuhrst du ab, kommt das eine Werk, was die Israeliten noch haben. Nein, das heißt, ich fehlt noch eine zum 70 Fall. Das ist eine Werk, die Israeliten hier, nur dort, nur der eine Werk, dann das Konzilier, also 1000 Jahre zurück. Und das 7 Jahre, das sind die Zukunft, die wir sehen, nur den Rücken. Hier so, erst wo der Antichrist wird sein, dort Maulticken und all das, sind das dort. Jesus wird mit den 7 Jahren sein, und heute wird er einmerken, nur 7 Jahre. Er wird heute aufkommen mit den 7 Jahren, wird er einmerken mit den Antichrist und all diese Geschichte. Und den 5 wird gebunden worden durch, der wird gebunden sein für 1000 Jahre lang. Und das wird hier so sein, als ein Paradies wieder. Hier wird keine Sinn mehr sein, wird auch nicht nennen können, weil der 5 ist gebunden. Der wird ganz zugelassen, einmal losgelotet worden, dann wird er noch einmal sehr toben, man hat all diese Gelebte, all diese Gereichte, aber der wird nicht loskriegen, weil sie tut das zu kalt. Dann geht er mit einem offenen Hals, und hier am Ende, wo er in der Abstunde wird, dann, wo wir das ganze Gesetz gelebt haben, was hier, wo Jesus kommt. Das wird Gottes fertig werden, und der wird nicht werden, der bleibt nach aller Unruhe, was hier. Hier stehen die Leute, die kommen von den großen Witten Thron. Hier ist es, wo heute was in den Eindeuern. Die Gäude zu der rechten Seite, die Schleiche zu der linken Seite, wo es offener Halle ist. Und man dort ist die Geschichte vor sich.